Los? Geht's los? Geht los? Jetzt wird halt auch in so einem... Mein Name ist Zoe Walker. Bis vor kurzem wollte ich Journalistin werden. Jetzt will ich nur noch die Luft anhalten und versinken. Nicht, weil ich ohnmächtig werden will. Wegen der Ruhe, die davor kommt. Die Gedanken auslöscht und Erinnerungen erträgt. 90 Sekunden. Etwa so lange dauert es für mich. Und plötzlich ist es, als wäre all das nie passiert. Mai 1998 in Arizona. Kann ich doch noch Untertitel? Obwohl, ne, eben war keine Untertitel, ne? Daddy, wollen wir spielen? Entschuldige, Spatz. Natürlich spiele ich mit dir. Du bist eine Expertin, aber bist du sicher, dass du alles... Kurz mal gucken, ob ich den Sound lauter machen kann. Sprachsound. Netz. Angesehen hast? Mhm. Vertrau mir, ich hab das im Griff. Also, welche Farbe hat... Ich habe jetzt abgestimmt. Würde alles automatisch gehen, ne? Stessel. Läuft jetzt ab. Okay, hat man kurz Zeit. Erkennt sie es. Grün braucht sie. Kommt ja nicht drauf, wie sie über ein Dach. Der große Truck da. Kommt drauf an, welcher Teil vom Truck. Okay, Superhirn. Was ist mit dem Auspuff? Da, wo der ganze Rauch rauskommt. Der ist grau. Hey, du bist heute richtig gut, Zoe. Du bist wohl bereit für die nächste Stufe. Welche nächste Stufe? Du stellst mir eine letzte Frage. Wenn ich sie nicht sofort errate, gewinnst du das ganze Spiel. Los, spielen wir. Okay, ich will mich nur noch einmal umsehen. Bereit? Hier müsstet ihr nochmal, ne, mit Hashtag und jeweils die Zahlen, was ihr abstimmen wollt, einfach in den Chat ballern. So könnt ihr mit abstimmen. Oh, I'm ready. Okay, schieß los. Wie viele Sterne sind auf meinem Rucksack? Irgendjemand geguckt? Ich nicht. Dann müssen wir spähen. Nicht schummeln! Gott, ich habe mir in die Augen geguckt. Wie viele werden drauf sein? Bestimmt 5. Keine Ahnung. Natürlich ein bisschen anstrengend, dass es so lange abläuft. Ja, auch wenn niemand am Still ist. Sind's 5? Ich hab gewonnen! Oh, bin ich eingenickt? Mami, ich hab gewonnen! Echt?
Gut gemacht, Mäuschen. Ich bin stolz auf dich. Los, zurück ins Auto. Uns fehlen noch Kennzeichen von 45 Staaten. Hey. Hey. Alles... alles in Ordnung? Ja, klar. Es ist nur... naja, vergiss es. Alles gut, Michelle. Was habt ihr denn schon wieder? Nichts, Spatz. Ist nur eine lange Reise. Noch schlimmer als einem Hund Fastfood zu geben, ist der Geruch, wenn es hinten wieder rauskommt. Opa! Warte, ich bin dein Opa? Ich dachte eigentlich, du wärst mein Opa. Wo warst du so lange? Opa. Dachte schon, du hast dich verirrt. Ach, nur bis zum Baum. Du weißt ja, Hunde denken, sie hätten die Kontrolle. Ich dachte, ich musste mich ein bisschen an diesen Stil gewöhnen. Okay, schnell euch an. Ist gar nicht so. Ich will vor Einbruch der Nacht in Albuquerque cool sein. Heute zur Hauptsendezeit auf KMPW, Flagstaff's Crème de la Crème. Ein weiterer sonniger Nachmittag in Arizona. Und hier ist euer Start ins Wochenende. Überlege nur. Or maybe I'm just too frightened by the sound of it. Pieces of note fall down, but the letter said, oh, it was good. Und jetzt spielen wir das Kennzeichenspiel? Oder singen wir noch ein Lied? Sie ist mitten in deinem Solo eingeschlafen. Du hast sie auf jeden Fall erstklassig unterhalten. Ich bin kein Unterhalter. Ich bin Schafhirte. Ich führe euch, meine Herde, in bester Laune nach St. Louis. Netter Versuch. Warst du nicht für die Route mit Aussicht? Ich für meinen Teil wollte lieber fliegen. Oh, ich beschwere mich nicht über die Fahrt. Ich stelle mir nur Vince im mittleren Westen vor. Das wird toll. Wird granatenstark. Hey, das wird super. Ich lerne Banjo spielen, hol mir ein Ticket fürs Country Festival. Haha, du bist gut. St. Louis ist so städtisch, wie es nur geht. Und das weißt du. Die ganze Stadt hat gerade einen richtigen Aufschwung. War nur ein Scherz. Es wird alles gut. Du hast deinen Job. Ich hab einen neuen Job. Erstes Buch, der Aufprall. Ich würde nicht mal für eine Tierfutterfirma arbeiten, wenn es der einzige Job im Land wäre. Jim, das ist nicht sehr hilfreich. 10.000 Mäuse. Du hättest ihre Ärsche verklagen sollen, so wie sie dir das Ding angehängt haben. Nicht irgendeine Abfindung unterschreiben. Noch ist nichts unterschrieben. Aber du willst doch noch, oder? Es ist deine Entscheidung, aber es ist wirklich an der Zeit, loszulassen. Eine gute Seele. Ihr gebe ich gerne recht. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mit abzustimmen, einfach Hashtag in den Chat und dann die jeweilige Ziffer. Okay, was ist mit seinem alten Job passiert? Ist die Frage. Ich weiß, es ist nur... die erste. Hart. Wenn ich unterschreibe, war's das. Ich werde nie wieder für eine Airline arbeiten. Ich weiß. Vince war ein guter Junge, aber er hat sich immer alles gefallen lassen. Früher wolltest du diese billigen Actionfiguren haben, um sie den anderen Kindern in der Schule zu geben, wenn sie dich wieder geärgert haben. Und wie war ich in der Highschool? Autsch. Sorry, war nicht so gemeint.
Wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, sagt es ruhig. Zoe will dich dabei haben. Hat mal schnell geflogen. Opi mal Einhalt gebieten. Oder was sagt ihr? Jim, it's enough. Bitte, Jim, beruhigen wir uns und versuchen, die nächsten 3 Tage zu überstehen. Ohne dass ich rede, meinst du? Hey, ich find's toll, dass wir ein paar Tage zusammen unterwegs sind. Und sobald wir uns in der neuen Bude eingerichtet haben, kannst du... Konnte da nicht helfen, oder? Alles okay, Spatz? Was ist los? Ich glaube, es ist nur die Lippe. Oh man. Gut, nichts großartig Schlimmes passiert. Toll. Nur Auto im Arsch. Unten auf der Route 66. Danke fürs Zurückkommen. Kannst Moment, du mich fahren? Arschloch! Wollt ihr mich verarschen? Landplagen. Oder eher Wüstenplagen. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Blue Rock, Arizona. Mann, wie der geguckt hat. Ich hoffe, er hat unser Kennzeichen nicht gesehen. Nee, der Wichser war zu beschäftigt, ins Nichts zu brüllen. Hier ist es. Northwood 28. Gott, hässlich. Diese Häuser sehen alle gleich aus. Jay, bereit? Jay! Was? Bleib bei der Sache, kleiner Bruder. Hätten ihn nicht mitnehmen sollen. Ach was, er macht das schon. Also, genau wie wir besprochen haben. In diesem Safe ist genug Kohle, um die letzten Wochen hinter uns zu lassen. Wir überleben, wir behalten das Haus, alles wird wieder wie früher. Lebt denn da überhaupt? Die verschiedenen Geschichten, die wahrscheinlich nochmal wieder zusammen kommen werden zum Schluss, gehe ich irgendwie fest von aus. Ihr habt mir nicht gesagt, wer da wohnt. Was egal ist. Du schleichst immer im Wald rum, kletterst auf Bäume und so. Du bist echt gut in sowas. Und du willst der Familie helfen, oder? Natürlich. Liebesbande. Dann los, kletter über den Zaun und such einen Weg hinein. Wow. Weiß Mar von diesem Ding? Nee. Aber jemand muss ja auf euch aufpassen. Wir haben etwa eine Stunde. Wenn ich 3-mal hupe, macht ihr die Biege. Hey, los geht's. Dale, der Code. Jack kann lesen. Versau das nicht, Junge. 5926. 5926. Na dann, 5926, zieh du deine Tarzan-Nummer beim Hintereingang ab. Ich nehme die Garage. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Oh, jetzt besser nicht verkacken. Kletus. Klötus. Auf Deutsch. Oder gerne Klötus. Ist schon. Was machen wir? Oh, fuck, die Scheiße. Stockwerfen, sprechen, vorbeischleichen. Stockwerfen ist, glaube ich, richtig scheiße. Glaube ich, würde sprechen machen. Okay, die erste kribbelige Entscheidung. Der erste Kribbelnis. Keine Überstimmung.
sieht es, oder? Ich bin Jay. Ich verstehe. Aber ihr seht den Namen. Du schützt nur dein Revier. Das machen wir hier auch. Sozusagen. Bleib ruhig. Ich will nur was von drin holen. Braver Junge. Nur was von drin holen, sagte zu dem Wachhund. Polizei, aufmachen! Oder ist es der große böse Wolf? Nicht lustig. Gut reingekommen? Er hat einen Hund, aber ich hab's geschafft. Was ist das? Ha, Idiot. Oh, Alter, was für ein Ochse. Sag gleich. Wem gehört das Haus? Dante Romero, König der Schweine. Warte, dem Sheriff? Yep. Ma und er hatten schon Streit, bevor er mich ins Jugendgefängnis geschickt hat. Ich weiß, aber... Aber was? Ich finde, er schuldet uns was. Wir sollten die Bude etwas aufmischen, wenn wir schon da sind. Versuchen wir mal zur Raison zu bringen. Er ist ein Cop, hätte auch allergisch drauf reagiert wahrscheinlich. Hoffe ich mal, dass ich ihn damit besänftigen kann. Wenn hier keine Scheiße baut. Keiner meinte, wir haben nur eine Stunde. Wir sollten langsam nach dem Safe suchen. Ach, mir egal. Was machst du da? Die könnten das testen oder so. Ach bitte, das hier ist Turok, nicht NYPD Blue. Und jetzt such schon den Safe. Hinterm Bild, ganz klar. Gibt ja nur die eine Option, weil vielleicht, wenn ich irgendwie vorher über die anderen Dinge gefahren wäre, hätte man vielleicht gleich mehrere Sachen zur Auswahl gehabt. Aber so, ziemlich eindeutige Sache. Gutes Versteck für einen Safe. Oder nicht? Dann werde ich doch jetzt bei Schrank öffnen. Überstimmung mit Hashtag und der jeweiligen Zahl. Einfach sonst in den Chat. Auch kein Safe. Witcher-Recorder. Nein. Vielleicht oben? Ja, kann sein. Was machst du da? Für meine Freundin. Du hast keine Freundin. Klappe, ich arbeite dran. Hey, wenn dir das Leben Zitronen gibt. Komm schon, hilf mir, mich zu rächen. Blatt da rein, oder was? Ja, ne? Bah. Mieses Getype. Nee, das will ich nicht. Das will niemand. Wir haben keine Zeit. Außerdem ist das ekelhaft. Du bist echt ein Weichei. Weißt du das? Bin ich nicht. Bin ich nicht. So klingst du. So, genug herumgealbert. Du siehst dich oben um und ich check die anderen Zimmer unten. Okay.
jetzt von alleine gemacht, falls ihr euch gefragt habt, ob ich ihn bewege. Das sind die Frauen. Scheiße. Route 66. Nach 12 Jahren Jumbo-Jet sollte ich doch ein Auto reparieren können. Alles okay? Empfänger. Ja, klar. Kennt man ein Motel, kennt man alle. Geht ihr schon mal vor. Ich hol mir eine Flasche Wasser. Shima, Ryans Mom sagt, ich darf bei ihm übernachten. Warte nicht. Bing, bing, bing. You've got Time Warner investing in AOL. You've got Pets.com talking IPO. Oh nein, da steht Patience is a virtue. Habe ich zu spät gelesen. What about the online media space? We've got a number of interesting companies out there. Mr. Kack. Amazon selling books. Überstimmt mich mal schnell mit Hashtag 1. Netflix renting movies by mail. Ich wollte gerade sagen, was hat das für ein, kann das für eine Auswirkung haben, aber wenn das... Amazon und Netflix, they're dependent on the mail. Jetzt ist auch nur eine mega Geduldsprobe und hier passiert gar nichts, bevor man hier 15 Mal auf den Gong gehauen hat, den Gong geschlagen hat. Könnte ich mir vorstellen. Aber gemein, wenn da steht, Patience is a virtue. Was heißt virtue? Wahrscheinlich sowas wie eine Gabe oder. Pundits are bullish on the return of Steve Jobs and their new iMac computer. Well, compared to the PC market, they're hardly making a dent. So you're not. Hey! Tut mir leid. Danke fürs Warten. Hi. War richtig gewarnt. Wir hatten ein paar Meilen östlich von hier einen Unfall. Haben Sie vielleicht zwei Zimmer frei und die Nummer eines Abschleppdienstes? Oh, keine Chance. Unser Mechaniker Frank ist übers Wochenende in Tucson. Na gut, dann nur die Zimmer. Das macht 70. Nur Barzahlung. Ich habe 52. Das reicht für ein Zimmer. Hey, Joyce! Bin hier beschäftigt. Machen wir. Also wie gesagt, ihr könnt gerne mitentscheiden. Hashtag und dann die Zahl einfach in den Chat ballern. Ein Zimmer? Denn ein Zimmer? Bitte? Bitte? Fräulein, also bitte. Warum hat er nur noch 52 Steine in der Tasche? Für den großen Umzug und so? Ja, bitte, schlecht. Es wäre eine große Hilfe, wenn ich den Rest morgen bezahlen könnte. Meine Tochter braucht ihren Schlaf. Und mein Vater schnarcht unerträglich. Oh, so eine Süße. Ihr wollt mich doch wohl nicht um ein paar Dollar betrügen. Daddy ist ein richtig guter Betrüger. Ihn muss man genau im Auge behalten. Kinder. Hi, ich bin Michelle. Vielen Dank für die Unterkunft. Nun, wir haben ja noch Platz. Und helfen gerne. Schon wieder eine Sicherung. Ohne Schutzschalter geht's einfach. Oh, hey, willkommen in Turok. Paul, frag bitte Norma, nicht, dass der ob davon sie das Auto kriegt. Von dem Mann zum Parkplatz abschleppen kann. Oh Mist, haben Sie einen Platten oder sowas? Ich kann gut Sachen reparieren. Nein, Motorschaden. Aber Sie können es gern versuchen. Ein roter SUV östlich, nicht zu verfehlen. Wird gemacht. Hey, kennen wir uns? Nee, man verwechselt mich oft mit Clint Eastwood. Oh, mysteriös. Gott sei Dank ist das hier kühl. Sind wir jetzt im Urlaub? Können wir schwimmen gehen? Ah,
Ach, weißt du was? Unsere Badesachen sind im Umzugslaster. Und hüpf nicht auf dem Bett rum, okay? Darf ich eine Tiersendung anschauen? Bitte! Hey, ich hab gesagt, nicht hüpfen. Also die haben irgendwie noch ein ganz dunkles Geheimnis. Wenn ich Fernsehen darf, da lernt man was. Einer von denen, oder? Ja, Fernsehen lassen, oder, Leute? Let her watch. Kann ich das irgendwie auch noch abbrechen? Ja, ne? Mit B haben sie gesagt. Mich dann noch umentscheiden. Habe ich vorhin verkackt. Ah, kostet natürlich, ne? Fernsehen in so einem Motel. Eine halbe Stunde. Immer nur ja, wenig Cola haben. Und du musst mir danach ein paar coole Dinge erzählen. Mann, die Kleine kann echt gut verhandeln. Sie hatte einen harten Tag. Lass sie ruhig. Alles okay? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich verspannt an. Gibst du mir eine Massage? Nettes Zimmer. Sieht aus wie meins. Ich gehe kurz mit Zeus raus. Vince, würdest du mitkommen? Wir sind doch gerade hergelaufen. Tja, aber er muss pinkeln und ich will mit dir über etwas reden. Ich will lieber bei meiner lieben, netten Frau bleiben. Aber der linke Opi nervt uns vielleicht noch mehr. Vielleicht bringen wir es einfach schnell mal hinter uns. Scheideweg. Wähle sorgfältig. Oh, fuck. Okay. Habe ich jetzt erst gesehen. Oh nein, jetzt kann ich auch nie mehr zurück. Klar, ich komme. Dauert nicht lang. Wieder Szenenwechsel zu den anderen. Nee. Ich nehm's dir nicht übel, dass du vorhin auf Michelles Seite warst. Muss schwierig sein, wenn ich dich so reize, während ihr beide so angespannt seid. Willst du mir jetzt Ehe-Tipps geben? Wenn ich mich recht erinnere, bist du damals abgehauen. Nein, nein, nein. Ich will nur Danke sagen. Für die letzten paar Monate. Dich neu kennenzulernen, Zoe kennenzulernen, das war ein Segen. Schön, dass sie dich hat. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Mit diesem Tumor im Kopf? Okay. Keine schöne Sache, Tumor im Kopf. Da lebt man doch wahrscheinlich Unsicherheiten. Ja. Oder bereut er was? Die ganzen Fragezeichen? Wie lange bleibt mir? Entscheide ich mich richtig? Du wärst ein guter Therapeut. Eher ein neurotischer Patient. Da hast du nicht Unrecht. Ich frage mich all das selbst, aber ich meinte eigentlich die Schuld. Diese unaufhörliche Schuld. Ich war 30 Jahre weg. Nicht vorzustellen, wie das für dich und deine Mutter war. Nur, um heil zu sein und der Welt den Mittelfinger zu zeigen. Da fahre ich noch mal ein bisschen mehr Wasser gemacht hat. Und mal die Biege gemacht hat. Reise ausgenommen. Wieso dachtest du wärst ohne Familie glücklicher? Ohne meine wäre ich. Ich weiß nicht. Ich wollte nie festgenagelt werden. Und mit einer Familie war ich... gefangen? Nicht von dir. Wegen der Verantwortung. Das ist doch dasselbe. Es tut mir leid, mein Sohn.
Ich weiß, ich verdiene dein Vertrauen nicht, aber ich muss dich etwas fragen. Okay. Die Ärzte, sie sagen, ich habe vielleicht nur noch 2 Jahre. Sie können es natürlich nicht genau wissen. Aber nun, ich sagte ja, ihr könntet mich in Tulsa absetzen, dass ich dort Freunde treffen kann. Spuck's schon aus, Jim. Wie fändest du es, wenn ich mit dir, Zoe und Michelle im neuen Haus wohnen würde? Im Ernst? Vor 6 Monaten wusste ich nicht mal, dass du lebst. Jetzt willst du das... Das... Ich will nicht im Krankenhaus leiden. Ich will bei meiner Familie sein. Ja. Schwierige Themen, Leute. Ich hab's doch gesagt. Ich hoffe, ihr habt den Taucheranzug an. Wir tauchen ab in die Tiefpsychologie of the Menschheit. Get ready. Das geht schon ans Eingemachte. Oh Mann. Also gut, ich rede mit Michelle. Ja. Wirklich? Mir fehlen die Worte. Vielen Dank. Komm, das müssen wir feiern. Oh, hallo. Hab dein Auto hergeschleppt. Du hattest recht. Das kann ich nicht nur mit einem Hammer und Spucke reparieren. Was kriegen Sie? Nichts. Ihr seid Gäste. Los, pack ihn hin, schnell! Was in aller Welt? Auf den Boden, los! Ich sagte, auf den Boden! Es tun. Er hat gute Argumente, auf jeden Fall. Soll ich meinen weigern und dann wäre das Spiel vorbei wahrscheinlich. What the shizzle. Ich meine, wer sind sie, ist auch total dumm, ne? Das sind halt... Diebesmänner. Gut so. Warten Sie, Sie brauchen keine Hilfe zu 30 Minuten zuvor. Scheiße, eigentlich beruhigen, oder kann ich noch zurückkehren? Beruhigen. Versuche sie zu beruhigen. Oder den Rollstuhl anhalten. Mist. Geht. Bitte nicht. Ich werde Ihnen nichts tun. Rollstuhl anhalten. Scheiße, ne? Ich bin Einbrecher. Ich hätte saferweise eigentlich hier eher das Kabel ziehen sollen. So gut. Gut für den Scheiß. Können Sie das nicht? Aua! Brad! Nein! Hilfe ist unterwegs. Das hätten Sie nicht tun Hilfe sollen. Hilfe ist unterwegs. Okay. Hey! Scheiße, was war das? Och, nischt. Alles gut. Läuft egal prima. Jetzt. Beeilen wir uns. Hier drin muss er sein. Oh, jetzt schnell, wo ist das Safe? Hinterm Bild. Behind the Bild. BTB. Ich brauche neuen Tee. Was zum?
Okay, kein Tresor, aber Einschusslöcher, auch schön. Bücherregal, dahinter könnte es auch sein. Was hatten wir noch? Was gibt noch? Tisch und ein Schublade, könnte natürlich auch sein. Tisch mache ich erstmal. Mehrere Schlüssel, er freut sich gleich. Und dann wohl doch BTB2 Behind the Books. Es ist immer ein BTB. Okay, wenn man nicht dann mit Twitch macht, kann ich das noch ausschalten, weil eh keiner mit abstimmt, dann geht es wahrscheinlich schneller. In der Ruhe liegt der Birds of Arizona von Marlene Freund. Cool. Na schön. Das steckt da ein, okay. Hier war da noch Schublade öffnen. Doch nicht in der Schublade ist doch nicht das Safe. Vielleicht so eine Schließkassette. Who knows? Fußfetischist. No King Shaming. Eben das seine, aber mir das meine. Mal den Tresor. Wo kann er sein? Wo kann er noch sich noch verstecken? Jetzt hier alle oder was? Bücherregal erneut durchsuchen. Nach draußen sehen. Das bringt doch gar nichts. Warum ist da nur eins? Achso, zwei ist das hier. Komm mal ins Bücherregal. Pieken, oder? Mach räum mal da alles ab. Ja. Dale, ich hab ihn. Was zum? Wo ist der Code? 5926. Wie kann ich das? Achso, da. Brain is on. Kann auch 5629 gewesen sein. Wow. Dale, sieh dir das an. Oh, Scheiße. Was verdient ordentlich dieser Tacarellos. Wichser? Was da? Mäuse. Steine. Knacker, Erfolg. Oh, oh. Scheiße. Schnapp dir das Geld und los. Ging aber fix. Da werden in der Hektik bestimmt ein paar Steine abgeklettert. Vorsicht vor dem Hund. Scheiße. Ja, das war doch. Sind sie nicht irgendwie hinten raus oder sind die nicht auch hinten reingekommen? Hey Becky, ich bin's. Hab deine so, Therapie verschoben. Oh, und du hast mal wieder den Alarm ausgelöst. Vielleicht doch nicht du. Wer ist da? Vordertür. Jetzt. Sind ganz schön schnell die Quicktime-Events, also es ist anders als in Resident Evil oder. Oder hat man die gar nicht mehr so gehabt? Wo haben wir die als letztes gehabt? In. Dings hier, ne? Bums. Los. Wie heißt es? Dann los. Wer bist du? Ich suche nur einen Videorekorder. Soll ich dich wegen Einbruchs erschießen? Ich gebe auf.
okay? Auf die Knie. Hände hinter den Kopf. Hier C1, habe ein 13506. Northwood Drive 28. Schickt Verstärkung. Sheriff abwehren. Ob das so gut ist. Ob das so gut ist, aber ich kann ja eigentlich. Obwohl, können wir doch. Wir können doch. Dachte, er schießt ihn jetzt noch komplett. Kompletto? Eieieiei. Was passiert ist? Wir müssen los. Habt ihr die Kohle? Oh ja, wir haben es. Gut gemacht, Jungs. Okay, warum machen wir 20 Minuten später da den Überfall bei uns? Gute Frage. Sie haben uns nicht gesehen. Ah, okay. Nein. Um sich zu verstecken. Wir hätten gebremst. Mal hergehört. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen nicht mal euer Geld. Wir müssen nur hier untertauchen, bis wir abhauen können. Macht keine Dummheiten und euch passiert nichts. Verstanden? War eindeutig, klar verständlich. Drei Stimmen bräuchte sowieso auch immer, um einen zu überstimmen. Die seid ihr eh nicht, Leute. Könnt mich nicht überstimmen. Verstanden. Was immer ihr wollt. Gut. Das wollte ich hören. Du, stell den Hund ruhig. Alles gut, Zeus. Lass uns sein Auto klauen und in die andere Richtung fahren, bevor sie merken, dass da niemand ist. Zu riskant. Was, wenn sie Straßensperren haben? Vince, wir müssen etwas tun. Ja, alles schon hier echt, wie gesagt, es geht gleich ans Eingemachte. Also man hat erstmal so ein paar halbe, dreiviertel Stunde lapidares. Aber soll ich jetzt Vanilleeis oder Schokoeis? In unseren Zimmern wären wir euch nicht im Weg. Alle bleiben hier. Bleibt unten und seid ruhig. Du hast es versucht. Wir müssen hier weg. Erst wenn es dunkel wird, dann verschwinden wir querfeldein. Unsere Chance. Ich sag dir, wir müssen weg. Runter. Ganz ruhig. Eieiei. Runter damit! Oh, Boots. Feuern wir die, dann gehen die anderen noch schneller in Defensivhaltung und machen vielleicht irgendwas Blödes. Bitte gehen sie, ist an sie gerichtet wahrscheinlich, die wird aber nicht gehen. Versuchen sie mal, uns alle einfach runter zu regeln. Tief durchatmen, okay? Es ist mein Motel, ich mach das. Ja, er hat recht. Joyce, wenn das Ding losgeht, dann kratze ich sie von der Wand. Aber dazu muss es nicht kommen. Wenn wir es schaffen, diesen Jungs aus ihrer misslichen Situation zu helfen. Ein Scheiß helfe ich ihnen.
Zeigt eure Gesichter. Ich sagte, runter mit den Masken. Oh nein. Ihr seid die Holt-Jungs. Ihr habt unser Auto gerammt. Paul, nimm die Schrotflinte. Nein, nein, nein. Die was, Jungs? Irgendeine Familie wahrscheinlich, die scheint bekannt ist. Nimm die Waffe. Und jetzt ziel auf ihn. Wenn du das tust, wirst du es bereuen. Du mir, Sodomie, unsere Tierfreunde. Du hattest doch noch nie eine Waffe in der Hand. Aber ich lerne schnell. Beides richtig. Obwohl, nee, gar nicht. Weil bei Bundeswehr. Ja, das war klar. Oh, fuck, du bist erledigt. Hey, hast du den Truck versteckt? Hinten, in einem Schuppen. Tyler, diese Leute haben uns nichts getan. Das würden sie aber. Du und Dale, behaltet sie im Blick. Ich muss telefonieren. Ich bin's. Es gibt Ärger. Desert Dream Motel. Denkst du, ich weiß das nicht? Aufgepasst, ihr Säcke! Rüber zu den Tischen! Aufgepasst, du Sack! Ihr habt doch niemanden verletzt, oder? Wir haben den Präsidenten getötet. Stimmt's, Bruder? Du bist der mittlere Bruder, der da im Jugendknast gelandet ist. Halt die Schnauze! Warum? Weiß doch jeder. Joyce nicht! Ich hab gehört, du bist genau wie dein Daddy. Ein kaputter Holt, der gerne die Welt zerstören würde. Etwa so? Oder vielleicht so? Den sollte man nicht so triggern. Vielleicht mag er ja Tiere. Einzige Hoffnung. Hat aber auch Beißerchen, eine kleine Hund und niemand. Er kann auch schön mal dem im Finger beißen. Komm schon, Mann, du erschreckst den Hund. Er soll still sein. Jetzt. Er ist ein Hund. Er hat keinen Ausschalter. Er ist nur nervös, Dale. Mir egal, wie es ihm geht. Er soll die Schnauze halten. Oh, oh. Was haben wir für eine Beziehung zum Hund? Schaut mal. Oh Gott, Leute, was wolltet ihr machen? Dem Hund zu wenden oder sich dem Typen zu wenden? Versuch's nochmal mit dem Typen. Weil der Hund, keine Ahnung, hört er denn? Hey, Zeus ist nur aufgeregt. Er beruhigt sich, wenn wir einfach still sitzen. Er soll die Schnauze halten. Dale, was machst du? Das nennt sich den Raum kontrollieren. Indem du auf Hunde zielst? Reicht es nicht, dass du dem Kästenjungen den Kiefer gebrochen hast? Mach mich bloß nicht an! Oder was? Brichst du mir auch den Kiefer? Oder erschießt du mich? Wahrscheinlich mindestens. Zeus, ruhig. Ich weiß, jetzt mit Zeus. Vielleicht habe ich ja noch ein Leckerchen auf Tasche oder noch ein Hundeass im Ärmel. Noch irgendwas machen? Hier noch irgendwie rumfahren können? Gefrierschrank umreißen. Muss da in die Mikrowelle packen. Jim, gib ihn her. So ist gut. Braver Junge. Ganz ruhig.
Ein guter Typ. Scheiße. Oh. Alter, wie schnell man hämmern muss. Und? What the hammer? Zufrieden? Jetzt nimm die Waffe runter. Du solltest dich wirklich schämen. Ich hab genug von dir. Weißt du das? Kleb ihr den Mund zu. Will ich nicht. I don't want it. Wird er tun. Auch mal drohen, wenn er. Ja, je nachdem, kommt drauf an, wie die nächste Drohung ausfällt. Ich hoffe, es gibt noch eine. Mach die Drecksarbeit selbst. Hey, wach auf! Warum ist da so viel Gepäck in deinem SUV? Was? Wer ist noch mit dir unterwegs? Sag mir besser die Wahrheit. Die haben sie noch gar nicht gesehen, oder was? Der Zirkus. Gut, sehr gute Antwort. Better be true. Meine Familie, mein Vater, meine Frau und meine kleine Tochter. Check die Zimmer. Weißt du was? Ich mag dich nicht. Beim ersten Anzeichen von Ärger verrätst du deine eigene Familie. Hast du echt eine Scheißangst? Habe ich recht? Completely. Angst um einen selber und um noch die Family. Weil das ganz schön crazy Typen sind. Mit viel zu viel Waffengewalt. Macht. In den Händen. Klar habe ich eine scheiß Angst. Ein Cop? Was machen wir? Das ist nur Big Sam. Er kauft eine Limo, plaudert kurz und geht dann wieder. Jay, nach hinten. Werd den Bullen los. Verstanden? Geht klar, Chef. Und ihr beide, haltet den Mund. Dann geht das alles hier schneller. Du kommst mit mir. Hallo? Hallo. Hey, Sam. Paul, wie läuft's? Ruhig wie immer. Mein Daddy sagt ja immer, wenn du nicht langsam machst, siehst du die Wand nicht, bevor du reinknallst. Wird wahrscheinlich gleich eine Option sein. Wo sind Joyce und ihr Junge? Oben? Oh, Ash übernachtet bei einem Freund. Und Joyce fühlt sich nicht gut. Sie liegt seit Tagen im Bett. Och, die Ärmste. Die, ne Doppelknarre irgendwie, wenn die irgendwie merken, irgendwas läuft schieß, dann schießen die einfach den Polizisten. Du hast nicht zufällig drei Typen in einem blauen Pickup gesehen. Und vielleicht noch jemand von der Familie. Falls du unterwegs warst? Nee, war den ganzen Tag hier. Was halten Sie vom Desert Dream? Oh, er sucht auch schon nach dem. Ja, Joyce hat den Laden gut im Griff.
Was verschlägt sie nach Turok? Ich bin ja sehr gereizt, die Joke an Wort zu geben, ein bisschen zu frotzeln. Das ist natürlich auch mal irgendwie normal, aber vielleicht hat er da komisch drauf reagiert. Lieber so, glaube ich, die bessere Wahl. Wir sind nur eine Nacht hier. Spannend mit dem Countdown. Wir sind auf dem Weg nach Missouri. Ach ja? Wieso Missouri, wenn ich fragen darf? Meine Frau wuchs dort auf. Wissen Sie, ist egal. Kein Problem. Ich musste fragen. Big Sam, wo bist du? Desert Dream. Aber ich bin auf dem Rückweg. Jedenfalls suchen wir drei Idioten, die ins Haus des Sheriffs eingebrochen sind. Kaum zu glauben, wie dumm man sein kann. Sie sind bewaffnet und gefährlich. Wenn du was hörst, ruf die Polizei. Weißt du, wer es war? Nee, sie waren maskiert. Also, jawohl, der Wachtmeister. Damit sie nicht erkannt werden. Ach was, deshalb. Wie gesagt, ruft uns an, wenn ihr was seht oder hört. Sie auch, Kumpel. Hilfe? Das ist dann so ein quasi lustiges Hilfe. Sollte das dann sein? Oder wirklich? Ich glaube, es ist nicht gut, ihm jetzt da alleine. Weil sie das Schnuppern tun, sie nimmt Kind was an. Ich rufe sie persönlich an. Muss man mit rechnen. Also dann? Bei deren Erscheinen bisher. Okay, macht's gut zusammen. Das ist ihre Erscheinungsbild. Daddy, was ist los hier? Oh Gott. Alle gesaved. Auch klein Zeus. Kleiner Zeus-Mann. Dale, Jay, Zeit zu gehen. Und die nehmen wir mit. Was? Nein, nicht. Moment mal. Wenn wir problemlos wegkommen, lasse ich sie an dem Telefon fahren. Aber wenn du die Bullen rufst. Okay. Eine Waffe greifen, alles nicht gut. Anflehen. Try to flee. Ja, dahinter hat halt auch eine Waffe, ne? Was soll es bringen? Ich meine, klar, es ist heldenhaft und. Toll und aber auch nur für den kurzen Bitte, Moment. Ich flehe euch an. Da hätte Michelle von uns meine auch nichts mehr. Wenn ihr jemanden wollt, nehmt mich. Keine Diskussion. Wenn du ihr helfen willst, halt die Bullen raus. Muss ich davon jetzt was machen oder wenn ich nichts mache, macht er auch wirklich nichts. Nicht, dass das dann Spiel jetzt gleich hier russisch Roulette macht und einfach irgendwas auswählt. Mein Freund hat mir auch die Wahl, nichts zu tun. Unangenehm. Lass mich los! Na, na, na. Oh shit. Mami? Keine gute Situation. Plötzlich kein Bammel mehr vor einer Waffe. Er soll sie loslassen. Dann wäre die Sache etwas unausgeglichen. Vince, nimm lieber die Waffe runter. Oder du behältst dein Spielzeug mal. Willst du das wirklich? Vor deinem Kind?
Ja, Leute, machen wir uns mal einen Kopf. Wollen wir vor unserem Kind irgendwie einen Typen erschießen oder wollen wir es riskieren, wenn wir uns ergeben, dass uns ein ähnlich düsteres Schicksal ereilen würde? Das ist a good question. Ey, spannende Kiste, auf jeden Fall. Also wirklich knackig erzählt, gut geschrieben. Man ist wirklich voll drin. Also ich war gleich voll drin, dieser Stil. Wie gesagt, ich dachte, ich muss mich da ein bisschen reingewöhnen, ein bisschen reingrooven, aber gar nicht. Also hat von Anfang an Spaß gebracht oder Sinn gemacht. Also, ne? Ist cool. Ist irgendwie mal eine witzige Art auch. Ist halt nicht wie ein Hörbuch mit Bildern, schon noch ein bisschen anders, bildlich untermalt, aber ja. Künstlerisch sehr interessant und macht Laune. Also, wie gesagt, kann man nicht anders sagen. Das bringt Spaß. Und nächstes Mal geben wir auch Gas und wollen Spaß und müssen dann diese harte Entscheidung treffen. Mega Cliffhanger jetzt. Ich weiß nicht genau, wann ich das weiterspiele. Morgen, übermorgen wird es sehr warm hier. Da muss ich mal gucken. Vielleicht ganz spontan, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, Freitag wird dann wahrscheinlich eine Option sein, aber ich will auch auf jeden Fall RimWorld demnächst mal ballern und Vampire. Survivors steht auch an und auch noch Player Billions. Hat noch so Dinge, auf die ich Bock habe. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Seid nächstes Mal mit dabei und entscheidet dann vielleicht mit. Jetzt seht ihr das ja hier im VOD. Dann macht es gut. Haut rein. Lasst es euch gut gehen. Bis denn auch. Tschö mit Schmö.